So, dann holen wir uns den ersten Stempel diese Woche ab und ja, gucken wir mal, wie es läuft. Und folgendes Pokémon kommt daraus, ein Schlupuk. Sehr gutes Pokémon, könnte natürlich nervig sein. Und ja, es ist nervig, denn ich habe es verfehlt, deswegen werfen wir direkt mal den Superball, weil der Kreis halt orange war. Großartig getroffen und wir schauen mal, ob wir wieder bis nächste Woche Donnerstag irgendwas Cooles bei den Forschungen haben und dann wieder ein cooles legendäres Pokémon bekommen. Das Einzige, was mir noch fehlt, das möchte ich natürlich noch gerne bekommen. Und dann wäre ich glücklich. Wir kriegen natürlich hier 5 Bonbons, jede Menge Sternstaub. Und es ist ein sehr solides, also wird es erstmal behalten. So, für die nächste Aufgabe musste ich 5 Kampf-Pokémon fangen und krieg folgende Pokémon begegnen. Das ist auch dann der zweite Stempel, den ich mir jetzt abhole. Und es ist ein Karpilz. Sehr gutes Pokémon. Nehmen wir natürlich die Himbeere und den Hopperball. Mal gucken, ob Karpilz drin bleibt im ersten Versuch. Nein, nicht gut geworfen. Da müssen wir nochmal werfen und hoffen, dass er drin bleibt. Und zwar so. Nö. Immer noch nicht. Was ist denn hier los mit dir, Karpilz? Sei doch nicht so nervig. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt. Nein, das will nicht drin bleiben. Das will nicht drin bleiben. Okay, großartig getroffen, endlich. Ich hoffe, du bleibst jetzt drin, Karpilz, denn das ist ein eher selteneres Pokémon bei mir. Und es bleibt im ersten Versuch, wo ich getroffen habe, drin. Das ist sehr gut. Wir können auch die Bewertung abchecken, ob die jedenfalls gut ist. Und man sieht ja, ich habe nicht so viele Knilzbonbons KP. Okay, erstmal behalten. So, da sind wir schon wieder mittlerweile beim dritten Stempel angelangt. Es gibt mal wieder eine Pokémon-Begegnung und ich weiß aktuell gerade nicht, was ich dafür machen musste. Und es wird ein Owei. Das heißt sehr wahrscheinlich, es war Brüter. Ein Ei aus? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn ich falsch liege, dann korrigiert mich auch bitte gerne in den Kommentaren. Und wenn es euch natürlich gefällt, lasst gerne diesem Video ein Like nach oben da und gerne abonnieren, um mich weiterhin zu unterstützen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Das heißt auch wichtigerweise die Glocke aktivieren und das war kein Problem. Dieses Owei haben wir gefangen und es ist der 7. Serienfang. Das heißt nochmal Fett Sternstaub, Fett Erfahrungspunkte und es hat eine positive Bewertung, aber keine ganz so positive. Also wird es verschickt. Tschüss, weg mit dir. So, der 4. Stempel geht schnell, denn es sind nur 6 Himbeeren, die ich abholen muss für den 4. Stempel und das habe ich auch jetzt gemacht. So, wir holen unseren nächsten Stempel, bevor wir dann morgen den nächsten Durchbruch und das nächste legendäre Pokémon fangen können. Und für fangen 10 Pokémon gibt es neuerdings Teliosa, den ich wunderbar verfehlt habe. Vielleicht bleibt er ja im nächsten Versuch drin. Wenigstens großartig getroffen. Das ist schon mal positiv, aber mal gucken, was hier sonst noch so geht. Ja, er bleibt drin. Ja, Bewertung ich jetzt einfach offscreen abchecken, weil das keinen interessiert, ob hier lieber so gut oder schlecht ist. So, an der Zeit, den nächsten Forschungsdurchbruch abzuschließen. Aber zuvor müssen wir halt dieses Pokémon aus dieser Begegnung fangen. Und es war Lande 7 effektive Leiterattacken in einem Arena-Kampf. Und dafür gibt es dann dieses gute gestreifte Electek. Also ist es geblieben, wie schon damals, als es das erste Mal diese Quest gab. Ich glaube, zwischenzeitlich hat es mal gewechselt. Es gab mal das Pokémon, wenn ich mich gerade nicht vertue. Aber das Wichtige ist ja jetzt unser legendäres Pokémon, denn Electek wurde ohne Probleme gefangen. Das ist schon mal top. So, und dann schauen wir uns die Bewertung an, ob das gut ist oder nicht. Ich habe ja schon 200er. Und jetzt holen wir die Box ab. Ich bin mal gespannt, welches legendäre Pokémon mich jetzt erwartet. Durchbruch, Sternstaub, Sonderbonbons und Erfahrungspunkt. Okay. Begegnung beginnen. Und schon wieder Latios. Und kein Latias. Mann, 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 Mann. Ist das nervig. Aber kriegen wir das hin und fangen das jetzt. Oh Gott. Der Kreis ist immer noch dunkel wie die Nacht. Und ja, jetzt kriegt kein einfach fabelhaft den Schade. Aber ich werde es schon so passend hingeschnitten haben, dass es passt und dass es klappt und der will nicht drin bleiben. Wir probieren es einfach mal mit einer Nanaberge. Vielleicht hilft das ja großartig. Einfach verrückt irgendwas ausprobieren. Ich will nämlich nicht meine ganzen Bälle für es verschmeißen. Und bei diesem verdammten Nanabären bleibt er drin. Das ist doch. Ich könnte kotzen. Wieder nur 3 Bonbons. Ich habe jetzt hier mittlerweile 15 Bonbons. Okay.
Ist leider kein guter, schade. Also erstmal trotzdem behalten, falls ihn jemand tauschen will und der kann Feuer-Odem und Solarstrahl. Okay, interessant.